Herzlich willkommen zum großen Bits und Bäume Finale, dem wir den Namen gegeben haben, eine andere Digitalisierung ist möglich. Mit mir moderieren wird Andrea Vetter vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Ja, und das ist Henrik Zimmermann von German Watch. Genau, und wir haben uns überlegt, dass wir eine kleine Review-Session einleiten wollen. Möchtest du kurz beschreiben, was wir vorhaben in dieser Session? Genau, wir haben jetzt noch mal Zeit, die allerletzte Zeit, alle gemeinsam hier oben und natürlich auch ihr und sie alle hier unten. Und ich würde kurz vorstellen, wie wir uns den Verlauf der nächsten 90 Minuten vorgestellt haben. Zunächst werden wir hier oben auf der Bühne noch mal Zeit haben, etwa 40 Minuten, um rückzublicken, was war auf der Konferenz. Wir haben uns dazu ReviewerInnen eingeladen, die Henrik gleich noch mal näher vorstellen wird, die mit offenen Augen, Ohren und vielleicht sogar offenen Herzen auf dieser Konferenz unterwegs waren und uns berichten werden, was sie erlebt haben, was für sie eindrucksvoll war und vielleicht für sie und euch auch. Danach wird es eine kurze Murmelrunde geben, das heißt, hier im Publikum, Sie sind noch mal gefragt, sich kurz mit der Nachbarin, dem Nachbarn auszutauschen, was Sie jetzt vielleicht mit nach Hause nehmen von dieser Konferenz. Und danach werden wir hier Vertreterinnen von den Trägerkreisorganisationen auf die Bühne bitten, die diese Konferenz hier mit ermöglicht, mit organisiert haben. Und diese werden uns dann jeweils eine Forderung vorstellen, Forderungen, die aus dem Zusammenwirken dieser verschiedenen Organisationen auf dieser Konferenz hervorgegangen sind, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit anders aussehen kann und anders gestaltet werden könnte. Das ist, was euch erwartet. Ja, und ich würde euch jetzt gern die vier Persönlichkeiten, die wir hier auf der Bühne sitzen haben, einmal kurz vorstellen. Von euch aus gesehen ganz links, also direkt neben Andrea, sitzt Erik Albers. Erik ist Kommunikations- und Programmmanager bei der Free Software Foundation Europe. Und er engagiert sich, wie der Name schon sagt, für freie Software, aber eben auch für nachhaltige Software. Und von euch aus gesehen, rechts neben Erik, sitzt Carla Növer-Castellos. Carla arbeitet bei der Bundjugend zu Suffizienzpolitik, zur Agrarwende und auch zur Ressourcenwende. Sie hat auch zum Thema Sorgearbeit publiziert und ist darüber hinaus aktiv in herrschaftskritischen Bewegungen für globale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit. Und von euch aus gesehen, rechts neben Carla sitzt Elisa Lindinger. Elisa ist von Haus aus Archäologin und hat in der Archäologie 3D-Scanning und Machine Learning eingesetzt. Ganz spannend. Sie ist aber auch Direktorin des Prototype Funds, der innovative, nicht kapitalistische Softwareprojekte unterstützt. Und von euch aus gesehen, zu meiner Linken sitzt Helene Pinsuan. Helene hat internationale Unternehmensverantwortung studiert, unter anderem in Südostasien. Das war ihr dann aber nicht kritisch genug und darum studiert sie jetzt den spannenden Studiengang Wirtschaft neu denken. Und sie engagiert sich zudem bei German Watch in den Themenbereichen Klimaschutz, Ressourcenwende und Agrarwende. So, jetzt haben wir zwei Tage Bits und Bäume hinter uns mit fast 2000 Leuten, mit fast 2200 verschiedenen Sessions und Beiträgen. Und wir würden gerne hier auf der Bühne eine kurze Blitzlichtrunde machen. Schildert uns doch mal kurz euren Eindruck von der Konferenz, vielleicht auch, was hat eure Sicht auf die Welt verändert an dieser Konferenz? Ja, und vielleicht magst du, Elisa, mal anfangen. Was ist so dein Eindruck dieser Konferenz gewesen? Ja, das kann ich gerne machen. Um ehrlich zu sein,
Man hat ja vorher immer ein Bild im Kopf. Und so ging das auch mir. Ich dachte, die Techies, die kenne ich, da weiß ich, wie die aussehen. Aber wer sind denn dann wohl die Nachhaltigkeitsleute? Und dann kam ich hierher und ehrlich gesagt, ich konnte nicht sagen, wer ist. Und das finde ich großartig. Das lag nicht nur an einer reinen Äußerlichkeit, das lag auch am Habitus, das lag am Miteinander. Ich glaube, wir haben sehr schnell einen freundlichen und guten Umgang miteinander gefunden. Das war überall sichtbar, das war in den Diskussionen auch erfahrbar und spürbar. Und darauf aufbauend war dann meine zweite Beobachtung, die ich ganz gut fand, dass ich auch dachte, ich kenne dann vielleicht gar nicht so viele. Und ich habe jetzt von einigen auch gehört, dass es denen so ähnlich ging, dass sie erstaunlich viele alte Bekannte aus Jugendjahren hier wieder getroffen haben. Und offensichtlich ging das nicht nur mir so. Ich glaube, das ist ein großartiges Zeichen, weil es ja deutlich macht, dass wir einen Wertekanon teilen. Und dem folgen wir auch immer noch. Wir haben vielleicht unterschiedliche Wege eingeschlagen, um unsere Ziele zu erreichen. Wir verwenden vielleicht verschiedene Methoden oder haben Fragestellungen, denen wir uns widmen, anders priorisiert. Aber ich glaube, das ist eine ganz großartige Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit und ich finde es sehr schön, das hier so in Aktion sehen zu können. Ja, vielen Dank für diesen ersten Eindruck. Das freut uns natürlich zu hören. Carla, was nimmst du mit für dein vielfältiges Engagement von dieser Konferenz? Ja, ich kann da vielleicht anschließen. Also zum einen bin ich total dankbar, endlich mal einen Anreiz bekommen zu haben, mich auch persönlich stärker mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. Ich bin total angefixt jetzt von dem Thema, so nach den zwei Tagen. Also ich werde wahrscheinlich nicht anfangen zu programmieren, aber sich einfach mal ein bisschen stärker mit diesem Thema auseinanderzusetzen, das einfach so krass alle gesellschaftlichen Bereiche durchzieht und wo ich sagen würde, wir trotzdem so ein bisschen einen blinden Fleck haben in den Umweltverbänden so ein bisschen. Also zumindest aus meiner Perspektive kann ich das sagen. Und ich würde mich anschließen an diese Beobachtung von ich bin mir gar nicht sicher, ob es so zwei Communities sind. Also für mich kann ich das, glaube ich, schon sehr stark sagen, so ich bin ein Baum und nicht ein Bit. Aber wir hatten das gerade in dem Workshop, da haben wir so ein bisschen rumgefragt, so hey, wer ist denn hier Bit, wer ist hier Baum? Und es gab sehr viele Menschen, die gesagt haben, so naja, eigentlich bin ich irgendwie beides. Und das fand ich extrem spannend. Also es war vorher, glaube ich, nicht so ganz meine Erwartung oder meine Beobachtung. Und bin total gespannt, was jetzt so daraus erwächst weiterhin. Wie die Bäume weiter wachsen mit den Bits zusammen, genau. Erik, was hat dich bewegt? Ja, ich kann mich so ein bisschen meinen Vorrednerinnen auch anschließen. Also ich komme ja aus der freien Softwarebewegung und habe mich dann vor ein paar Jahren irgendwie angefangen, damit zu beschäftigen, von dem Zusammenspiel thematisch, freie Software und Nachhaltigkeit und wo die beiden Themen zusammenarbeiten. Und habe mich da aber so eine lange Zeit auch ein bisschen alleine gefühlt und habe dann mich immer gefreut, wenn ich mal hier oder da mal einen Beitrag finden konnte, der in diese Richtung ging. Und jetzt hier bei Bits und Bäume fand ich es dann doch sehr überraschend, natürlich auch großartig zu sehen, wie viele Menschen, die ich eigentlich vielleicht schon vorher kannte, die ich vielleicht seit Jahren nicht gesehen habe oder so, hier auf einmal wiedersehe und habe bin ich frohen Mutes letztendlich auch, dass dieses Thema Fahrt aufnimmt und dass wir anfangen, wo Bits und Bäume jetzt hier ein Forum geschafft hat, sich zu vernetzen und mir halt auch sehr die Augen geöffnet hat, dass dieses Thema jetzt doch angekommen ist oder ankommt. Okay, danke für den Eindruck. Ja, und Helene, was hat bei dir hoffentlich bleibenden Eindruck hinterlassen? Als ich diese Frage mir überlegt habe, war es schwierig, einen bestimmten Moment festzulegen, weil im Grunde genommen würde ich das ganze Wochenende als einen Moment bezeichnen, in dem diese beiden Bereiche, die sich in einem großen Wandel befinden, zusammengetroffen haben, um sich auszutauschen und Felder zu definieren und zu finden, wo man Gemeinsamkeiten hat, wo man Stärken und Schwächen hat und sich gemeinsam eigentlich für dieses gemeinsame Ziel diese Transformation zu bewältigen, unterstützen kann. Ich glaube. Okay. Ja, vielen Dank für diese ersten Eindrücke. Dann würden wir natürlich noch gerne von euch wissen,
Vielleicht wird es ja auch weitergehen mit Bits und Bäume. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, es gäbe eine nächste Konferenz, vielleicht 2019 oder 2020. Was würden wir denn da jetzt anders machen? Vielleicht mit den Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben, die ihr jetzt gesammelt habt. Was hättet ihr für Ideen, wie wir einzelne Punkte vielleicht verbessern könnten oder auch welche Themen wir stärker in den Blick nehmen könnten? Sind euch da Fragen gekommen, Leerstellen geblieben? Wer möchte? Ja, vielleicht kann ich jetzt erstmal weiterreden. Also ich fand es interessant, dass die soziale Frage, ohne dass es explizit ein Schwerpunkt war, also es gab halt den Technologiebereich und den Nachhaltigkeitsbereich und das Soziale ist im Dialog entstanden, also automatisch mitgedacht worden. Und ich glaube, fürs nächste Jahr wäre es interessant, da noch mehr Fachexpertise auch mit reinzubeziehen in diese Gedanken für die Zukunft. Ich würde vielleicht direkt anschließen, in manchem zustimmen, in manchem vielleicht auch ein bisschen widersprechen, aber vielleicht erstmal voran würde ich sagen, vieles sollte auch einfach wieder so laufen wie jetzt. Also ich finde echt super, vieles ist, hat richtig gut funktioniert. Ich fand, das Programm war mega umfassend, total spannende Sachen, viel zu viel parallel natürlich, dass man sich entscheiden müsste. Was mir besonders gut gefallen hat, war irgendwie die Gestaltung im Lichthof. Also wer auch immer dafür verantwortlich war, echt großen Respekt. Das habe ich von sehr vielen Leuten gehört. Genau, und dann aber nochmal zu diesem sozialen, oder zur, ich würde es vielleicht ein bisschen anders nennen, ich würde sagen, irgendwie die Frage der sozialen Verhältnisse, würde ich auch sagen, könnte ein bisschen stärker noch beleuchtet werden. Also Tilman Santarius hat es ja gestern im Einführungsvortrag auch schon gesagt, Nachhaltigkeit bedeutet eben nicht nur, wie ökologisch ist das Ganze, sondern wie sozial gerecht. Und sozial gerecht heißt eben nicht nur Arbeitsplätze fallen weg oder entstehen, sondern auch für wen, wie verändern sich Geschlechterverhältnisse, wie können zum Beispiel von antirassistischen Initiativen vielleicht auch Digitalisierungsaspekte mitgenutzt werden. Also ich habe mir zum Beispiel die Frage gestellt, wir kennen das ja so aus der analogen Überwachung ganz stark, dass da antirassistische Initiativen sehr stark gegenarbeiten, weil sie sagen, sie sind besonders betroffen im Vergleich zu allen anderen, die auch davon betroffen sind. Wie ist das zum Beispiel in der digitalen Welt? Und da würde ich sagen, das sind Aspekte, die in so einer, vielleicht nicht in einer Konferenz, die Bits und Bäume heißt, mit aufgenommen werden, aber in einer Konferenz, die sich irgendwie um Digitalisierung und Nachhaltigkeit dreht, schon, finde ich, zentral genannt werden könnten. Und vielleicht ganz kurz zur Ergänzung dazu. Ich finde es super, das hat vorhin auch schon jemand gesagt, wie schön ausgeglichen die Podien besetzt wurden, so Bezug auf Geschlechterverhältnisse. Ich glaube, auch da hätte man an manchen Stellen vielleicht noch mal stärker schauen können, dass die Beteiligung aus dem Publikum heraus vielleicht auch noch mal ein bisschen diverser ist, über vielleicht etwas innovativere Formen der Beteiligung, als wir stellen ein Mikro in den Raum und schauen mal, wer sich traut, bis nach vorne zu gehen und was zu sagen. Das sind jetzt Kleinigkeiten und ich weiß, es wird immer wieder genannt, aber ich wäre die Erste, die sich freut, wenn das nicht mehr gesagt werden müsste. Deswegen vielleicht als kleine Idee. Ja, ich glaube, das ist eine Kleinigkeit, die wir immer und immer und immer wieder sagen dürfen. Ja, ich würde gerade mal das mit dem Innenhof hier noch aufgreifen. Also ich muss auch sagen, es ist organisatorisch natürlich, oder nicht natürlich, es ist sehr gut gewesen, organisatorisch. Was mir auffiel mit den, also Innenhof war auch super schön gestaltet und es hat auch ganz viel Spaß gemacht, sich da gestern Nacht noch aufzuhalten. Aber was die Stände betrifft, da kann man die noch ein bisschen mehr in den Fokus rücken, weil ich hatte jetzt den Eindruck, es ist wichtig, sich Inhalte auszutauschen, es ist aber auch wichtig, die Communities zusammenzubringen und die bringt man meiner Meinung nach viel in den Workshops zusammen, aber auch an diesen Ständen. An den Ständen geschieht ganz viel Informationsaustausch, man kann erfahren, was machen eigentlich andere Initiativen, wo kann ich vielleicht aktiv werden, auch Leute, die jetzt so mit null Vorwissen oder mit
nur mit Interesse herkommen, können dort Initiativen kennenlernen, wo sie sich engagieren können. Wenn man die noch ein bisschen komprimieren könnte, wenn man die zum Beispiel nur auf 2 Etagen oder in den Gängen, wo es dann Richtung zu den Vorträgen geht, wäre auch ein super Platz für solche Stände, weil da laufen die ganze Zeit Menschen vorbei. Man hat eine Pause, man kann mal kurz mit den Initiativen reden. Das fände ich super und würde, glaube ich, sehr zum Verschmelzung der Communities und dem Verständnis der Communities beitragen. Und wenn ich jetzt schon das am Reden bin und thematisch, würde ich mir super wünschen, wenn man noch ein bisschen mehr die Öko- oder die grüne Bewegung, die ist ja schon ein bisschen älter und die hat auch sehr viel Erfahrung mit direkten Aktionsformen, mit zivilen Ungehorsam, Dinge, wo ich meine, die Digitalisierungsbewegung noch viel von lernen kann. Da würde ich mich freuen, wenn es nochmal eine Veranstaltung geben würde, nochmal direkt solche konkreten Aktionen mehr von lernen könnten. Das fände ich super. Okay. Ja, vielen Dank euch. Elisa? Genau, also ich glaube, das war ja auch ein Experiment, mal herauszufinden, was passiert eigentlich, wenn man zwei so unterschiedliche Gruppen und unterschiedliche Hintergründe in einen Raum bringt. Und da kann man, glaube ich, nicht viel mehr machen, als ein Forum bieten und zu gucken, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse. Und ich glaube, das hat ganz großartig funktioniert, in diesem ersten Jahr mal einen Platz für einen Austausch zu schaffen. Ich glaube, wir haben alle mehr Berührungspunkte gefunden, als wir am Anfang dachten, also ich auf jeden Fall. Das ist großartig. Was ich mich jetzt frage, ist, wie geht es denn weiter? Und das ist ja eine Frage, die eine nachfolgende Konferenz Bits und Bäume The Reloaded auch für sich beantworten müsste. Denn kennengelernt haben wir uns ja nun. Wie bringen wir das, was wir jetzt gelernt haben? Wie können wir die Kontakte, die wir geknüpft haben, die Fragestellung, die sich für uns noch nicht abschließend beantwortet haben, wie du gerade gesagt hast, wie können wir die jetzt weiter bearbeiten? Gibt es dafür ein Format? Und da würde ich nach dieser Konferenz, wo ich die ganze Zeit FOMO hatte, also ich dachte wirklich nur, ich verpasse an allen Ecken und Enden was. Ich war in keinem einzigen Workshop, weil ich es immer nicht bis da hoch geschafft habe, weil ich hier zwischen den Räumen gependelt bin. Da würde ich zu Mut zu Reduktion raten und den Platz lassen, vielleicht auch mehr hands-on zu sein. Das geht, glaube ich, in deine Richtung auch ein bisschen, Erik. Welche Forderungen haben wir denn gemeinsam? Wir können von der Nachhaltigkeitsbewegung lernen, wie man gut politisch arbeitet, wie man vermeintliche Gegner in die Zange nimmt auf dem offiziellen Wege, auf dem inoffiziellen Wege. Wenn wir das jetzt auch noch schaffen, das gemeinsam zu tun, Thesenpapiere erarbeiten, Forderungskataloge erarbeiten und da die Namen der Organisationen, die hier vertreten sind, drunter stehen, ist das unglaublich machtvoll. Das war hier nicht die Konferenz dafür, weil wir uns erstmal finden mussten und Vertrauen knüpfen mussten. Ich glaube, das haben wir geschafft und das wäre was ich mir von der nächsten Konferenz erhoffen würde. Wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber vielleicht haben wir noch eine kleine Überraschung für dich gleich. gut. Moment, jetzt. Weil ich gerade ein Lachen gehört habe, darf ich noch schnell was nachschieben. Ich wurde nämlich aufgefordert, dass nicht nur unser Feedback hier wichtig ist, sondern ganz im Gegenteil. Jeder einzelne von euch kann Feedback geben. Und zwar gibt es im FRAP, also in diesem Submission, in diesem Einreichungssystem und auch in der App, meine ich, gibt es die Möglichkeit, zu den Talks und Workshops Feedback zu geben. Das heißt, auch wenn ihr Anregungen habt fürs nächste Mal, dann könnt ihr das einreichen und die Vielzahl der Stimmen zählt und nicht die hier auf der Bühne sitzen. Ja, jetzt haben wir ja hier vorne 4 sehr kreative Leute sitzen und Elisa, du hast es gerade schon angesprochen, die Frage, wie soll es denn weitergehen, bewegt uns natürlich auch sehr und da würden wir euch gerne mal fragen, wie ist es denn eurer Ansicht nach, was für Formate könnte es geben, in denen wir die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Szenen verstetigen könnten, weitertreiben könnten. Habt ihr da Ideen? Wir hatten gestern Abend ein bisschen Zeit, uns schon mal kennenzulernen und gemerkt, wie schnell und selbstverständlich so eine Zusammenarbeit in 5 Minuten zu einem regen Austausch geführt hat, in dem wir gleich mit verrückten Ideen um uns geworfen haben oder auch gar nicht so verrückte Ideen.
Also was das wieder bezeichnet, ist, dass dieses Pilotprojekt, wovon du gesprochen hast, längste, also wirklich Zeit wurde, weil es eben eigentlich so selbstverständlich ist, diese beiden Themen zusammenzudenken. Und also was natürlich wichtig ist, ist, denke ich, eine Verstetigung des Austausches, dass man eben diese Defizite in den eigenen Bereichen oder wenn es jetzt, du hattest gerade Antragstellung angesprochen oder Aktionismus oder wie man bestimmte Fragen, wie man sich selber stärken kann und in denen dann zum Beispiel Nachhaltigkeitsszene schon Erfahrungen hat, wie man da in einen Austausch kommen kann. Und mir wurde, ich weiß leider nicht mehr genau von wem, eine Idee vorgeschlagen, dass es eine Art Tandem-Pilotprojekt geben könnte, in dem man eine kleine Gruppe wirklich einfach mutig vielleicht in einem Austausch bringt und in ja, Design-Thinking-mäßig von, wir treffen uns einfach zu, das Vertrauen haben, dass durch dieses Treffen ein gemeinsames Projekt entstehen wird, was eigentlich unter Beweis stellt, wie gut das zusammen funktionieren kann. Also ein Tandem hast du gesagt und Design Thinking Ansätze, also im Grunde zwei Ideen. Ja. Oder war das eine Idee, die man also zusammendenkt? Also das könnte ja zusammen funktionieren. Also man könnte quasi diesen Tandem-Austausch haben, dass man sich sozusagen so koppelt, ob das jetzt 1:1 ist oder Organisation zu Organisation. Aber es kann ja parallel unter dem Hut laufen, dass man quasi Wissen austauscht in Tandemform und ein gemeinsames Projekt in Design Thinking Workshop zum Beispiel packt. Okay, vielen Dank für diese Ideen, Erik. Ja, quasi genau, so ein bisschen als Erweiterung dessen. Ich glaube, was, was ziemlich gut funktionieren könnte, wenn man sich, wenn man sich gegenseitig austauscht. Ich meine, wir brauchen alle irgendwie, alle unsere Bewegungen und Initiativen brauchen Funding, brauchen Projektgelder. Wenn wir uns mal austauschen, wo beziehen wir so unsere Gelder her? Was haben wir dafür Praxiswissen? Und dann auch vor allem gemeinsame Projekte beantragen, gemeinsame Anträge stellen, dass wir da mehrfach von profitieren können, weil natürlich Leute zusammengeführt werden, die dann nachher hoffentlich einen Zuschlag bekommen. Das sind dann, da kommen hoffentlich innovative Ideen raus. Es ist noch ein sehr junges Thema, das zusammenzuführen. Und wo wir Leute zusammenführen, die dann gemeinsam ein Projekt stemmen und dann hoffentlich natürlich auch zum erfolgreichen Abschluss führen und so eben auch noch mehr Öffentlichkeit schaffen. Und ich glaube, wenn man da vielleicht Angebote schaffen könnte, wo man konkret eben Projekte plant, aber auch richtig mit Budgetbeantragungen und dem offiziellen Teil, der dazugehört, da könnte man, glaube ich, viel noch bewegen. Also ich glaube auch, dass so Skillsharing-Austausch total sinnvoll wäre. Ich will jetzt nicht zu kritisch sein, aber ich habe mich tatsächlich noch mal ein bisschen, das geht jetzt nicht so stark um Formate, ich versuche trotzdem mich kurz zu fassen und das so auf die Frage zu fokussieren. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie schaffen wir es nicht nur, uns über unsere Fähigkeiten und Kenntnisse auszutauschen und damit uns gegenseitig zu unterstützen in dem, was wir jetzt quasi eh machen, also den Kampf, den wir quasi jeder für uns so führen, sondern stärker nochmal zu schauen, so was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen. Und das ist oftmals angesprochen worden, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, vielleicht auch jetzt stärker mit einer Bewegungsperspektive und nicht so stark mit einer Verbandsperspektive irgendwie, so ganz klar ist mir noch nicht, was ist so das große gemeinsame Ziel, was wir haben, ganz konkret, was sind irgendwie die Hebelpunkte, die wir gemeinsam sehen für uns, um das zusammenzuführen, was uns jetzt rumtreibt, als wenn ich jetzt wieder versuche, so ein bisschen die Communities aufzusplitten. Und da fände ich es, glaube ich, schon schön, nochmal irgendwie ein Format zu haben, wo man nochmal einen Schritt zurücktritt und eher so nochmal so ein bisschen strategiemäßig überlegt, so was wollen wir eigentlich? Auch so Fragen wie, was immer mal wieder durchgeklungen ist. Wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie unser Verhältnis zum Staat ist zum Beispiel. Also das ist, ich fand das sehr interessant, wie das immer so wieder durchgekommen ist von Regulierung oder total außerhalb des Staates. Also ich glaube, das sind schon noch sehr unterschiedliche Vorstellungen, wo ich mich erstmal fragen würde, müssen wir darüber nicht nochmal sprechen, bevor wir dann überlegen können, wie arbeiten wir wirklich zusammen an einer Sache. Und das fände ich aber total spannend.
Finde ich super spannend, da würde ich gleich mal kurz drauf eingehen wollen, weil ich glaube, dass diese Unterschiede in wie angelehnt an bestehende Strukturen ist man, wie radikal ist man in seinen Forderungen, ich glaube, dass es da auch eine ganze Bandbreite in der Nachhaltigkeitsbewegung gibt und genauso gibt es die eben auch auf der Digitalisierungsseite und insofern kann es letztendlich immer nur eine Multitude an Meinungen abgeben, aber sowas wie eine frühzeitige Koordinierung, damit wir auch voneinander wissen, was wir tun, damit wir gemeinsam eben schlagkräftiger und stärker sind. Ich tue mich auch schwer dabei, konkret über Formate zu sprechen. Das geht mir ähnlich, weil ich glaube, wir sind alle aus Graswurzelbewegungen, wie auch immer die dann im Einzelnen ausgestaltet sind. Wir sind richtig gut darin, Dinge auf die Beine zu stellen und zu machen. Ich glaube, es braucht eher so den Gartenzaun oder die Bohnenstange, an der wir uns hochranken können und solche Strukturen, stützende Strukturen, vielleicht auch Support, Unterstützung in Form von Wissen, glaube ich, ist immer ganz, ganz wichtig. Und da können wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr beitragen von der Technikseite. Ich meine, wir rufen immer auf, dazu Open Source zu nutzen. Das ist manchmal nicht ganz so trivial. Kann man vielleicht auch sowas wie eine Toolbox kuratieren oder doch mal schauen, ob die Dokumentationen alle so gut sind, dass sie wirklich auch von anderen in den produktiven Betrieb genommen werden, ohne dass da wertvolle Zeit bei drauf geht, die eigentlich in anderes fließen sollte. Ich glaube, das wären so Dinge, mit denen man mal anfangen könnte, am Kleinen schon mal zu arbeiten und dann damit auch die nächsten Schritte zu gehen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank euch vielen hier oben. Wir würden jetzt euch im Publikum bitten, in den nächsten 5 Minuten nochmal zu überlegen, mit eurer Nachbarin, eurem Nachbarn gemeinsam, was ist denn so ein Moment, den ihr jetzt mitnehmt von dieser Konferenz? Was war vielleicht ein Aha-Moment oder was, wo ihr gesagt habt, wow, davon habe ich noch nie was gehört, das habe ich gelernt, das nehme ich jetzt mit. Darüber muss ich vielleicht auch noch länger nachdenken. Dreht euch vielleicht einfach zur Seite oder nach hinten. Ihr könnt auch zu zweit oder zu dritt murmeln. Und in 5 Minuten geht es dann hier oben auf der Bühne mit politischen Forderungen weiter. Vielen Dank. Ist das noch an? Nee, ne? Die Präsentation ist ausgegangen, ne? Eine Frage noch aufgetaucht, wer den Vorspann zu den Forderungen, die Präambel, das wäre schon gut, das würde jemand jetzt sagen, von Verbandsseite aus offiziell sagen. Wir stehen hier gemeinsam als Lehrkreis, das sind unsere Forderungen.
So witzig. Es gibt ein Mikro, das wandert sozusagen von dort nach hier, weil ja eh immer nur eine spricht. Okay, wir möchten euch jetzt bitten, das Murmeln langsam wieder einzustellen. Das ist ein schönes Zeichen, dass es so viele wichtige Gesprächsthemen gibt. Finde ich sehr schön. Aber wir haben hier oben ja auch noch was für euch vorbereitet. Also bitte Platz nehmen, das Murmeln wieder einstellen. Wir als Trägerkreis der Konferenz Bits und Bäume. Wie ihr wisst, bestand dieser Trägerkreis aus 10 Organisationen und wir 10 haben uns auf politische Forderungen geeinigt, die als Ergebnis dieser Konferenz stehen sollen. Und diese politischen Forderungen, die möchten wir euch jetzt gerne vorstellen. Und dafür wird aus jeder Organisation des Trägerkreises eine Person eine Forderung vorstellen. Und wir haben also unseren Trägerkreis hier wieder auf der Bühne. Und ich würde jetzt, oder ich glaube, Andrea, du machst es, ne? Stimmt. Wir würden jetzt einladen, die erste Person ganz drüben, Christoph Balz, Geschäftsführer von German Watch, zu bitten, die erste Forderung vorzustellen. Ja. Wir haben jetzt hier erlebt, dass 10 Organisationen zusammen diese beeindruckende Konferenz auf den Weg gebracht haben, dass mehr als 2000 Leute hier hingekommen sind und daran teilgenommen haben und dass wir jetzt schon den Eindruck haben, dass damit der Diskurs in der Öffentlichkeit über Digitalisierung und die ökologische Transformation weiterentwickelt wird. Und wir hoffen, dass die zivilgesellschaftliche Akteure und die kritische Wissenschaft gemeinsam die Digitalisierung gestalten können und das nicht einfach der Wirtschaft, der Politik und der Technik alleine überlassen. Und deswegen jetzt die erste Forderung. Die Digitalisierung mag ein Selbstläufer sein, kein Selbstläufer ist, dass sie in Richtung Gemeinwohlorientierung läuft und dass sie dem Gemeinwohl dient. Das heißt, sie darf nicht einfach dem einseitig wirtschafts- und wachstumspolitischen Agenten verpflichtet sein, sondern muss sozial-, umwelt-, entwicklungs- und friedenspolitischen Zielen dienen. Und das darf keine Floskel sein, die man vor sich herträgt, sondern muss sich ganz konkret übersetzen, dass es ein Beitrag zur Energiewende, zur Verkehrswende, zur Agrarwende, zur Ressourcenwende in der Umsetzung spielt. Dass es sich messen lassen muss daran, dass der Schutz der Menschenrechte dadurch gestärkt wird, dass die Klimaschutzziele vorankommen, dass Hunger, Armut und menschenunwürdige Zustände verringert werden, dass menschenwürdige gute Arbeit vorankommt und dass auch, und was bei dieser Technologie besonders schwierig ist, auch ein suffizienter Lebensstil dabei gefördert wird. Ganz herzlichen Dank, das war extrem diszipliniert, weil wie ihr hier sehen könnt, haben wir uns digitaler Hilfsmittel bedient, um zu schauen, dass wir nicht aus der Zeit laufen. Das ist natürlich auch, um die Spannung für euch hier im Publikum zu erhöhen und gemeinsam zu schauen, was kann man sagen in dieser Zeit. Genau, und jetzt geht's weiter mit der nächsten Forderung. Die wird Nina Treu vom Konzeptwerk Neue Ökonomie vorstellen. Ja, das Konzeptwerk Neue Ökonomie steht für eine neue Wirtschaft von allen, für alle, ökologisch und sozial. Da seht ihr gleich, wir wollen, dass sich Menschen an allen Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, einbringen können. Und deswegen freue ich mich besonders, dass ich jetzt unsere Forderung zur Demokratie vorstellen darf, denn wir denken, dass die ganzen ökologischen und sozialen Ziele, die gerade genannt wurden, nur umsetzbar sind, wenn wir eine umfassende Demokratisierung vornehmen. Ihr könnt die Forderung ja auch hinter mir sehen. Ich lese noch einmal vor. Basis einer gerechten Gesellschaft sind demokratische Entscheidungen. Die Digitalisierung muss in sich demokratisch gestaltet werden und gleichzeitig demokratische Prozesse unterstützen, statt diesen entgegenzuwirken.
Daher und dafür muss sie konsequent darauf ausgerichtet werden, emanzipatorische Potenziale, dezentrale Teilhabe, offene Innovation und zivilgesellschaftliches Engagement zu fördern. Ihr seht, sie ist so komplex, ich muss sie ablesen. Wir denken, dass zu einer umfassenden Demokratisierung gehört, dass Demokratie von der jetzigen eher verengten Sphäre der institutionalen Politik ausgeweitet wird auf andere gesellschaftliche Bereiche, zum Beispiel die hier viel genannten Technik, Wirtschaft und Innovation. Hier wurde viel diskutiert, wie wir die Digitalisierung gestalten können, wie wir digitale Prozesse und Werkzeuge so gestalten können, dass sie unseren demokratischen Ansprüchen genügen. Daher brauchen wir einen demokratischen Prozess, welche Technik wir wollen und welche Technik wir brauchen. Wir brauchen eine Vertiefung der Demokratie im Bereich der Wirtschaft und müssen uns die Frage stellen, welche Art und Form des Wirtschaftens und von Unternehmen eigentlich demokratischen Prozessen dient oder diesen eher entgegensteht. Wenn wir ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung umsetzen wollen, brauchen wir eine demokratische Kontrolle über Informationen und über Institutionen, die diese verarbeiten. Für eine sozialökologische Transformation und die Umsetzung von den Forderungen, die wir jetzt alle noch nennen werden, brauchen wir Druck von unten. Denn umfassende soziale Veränderungen, die den Menschen dienen, wurden immer von sozialen Bewegungen von unten erkämpft. Wir müssen auch fähig sein, unsere Vorstellungen gegen die Widerstände derer, die von den jetzigen profitorientierten, kapitalistischen und wachstumsorientierten System Nutzen haben. Daher lasst uns zusammenschließen und starke soziale Bewegungen aufbauen, die für eine lebensfreundliche Technik, die den Menschen dient und demokratisch gestaltet ist, gemeinsam kämpfen. Ja, vielen Dank. Die nächste Forderung kommt von Rainer Rehak vom Forum InformatikerInnen für den Frieden. Genau, also wir haben natürlich unsere inhaltliche Ausrichtung als Expertinnen und Experten, als InformatikerInnen für den Frieden und die gesellschaftliche Verantwortung gleich komplett in den Namen gepackt. Und in unserer bis jetzt 35-jährigen Arbeit war es immer Teil dessen, Teil unserer Arbeit zu erklären, wie Technik funktioniert, was Technik kann und in Linie mit den vorherigen Forderungen eben auch zu sagen, was sie vielleicht nicht kann oder was die Hersteller selbst nicht sagen, was sie kann, was sie aber trotzdem kann. Das heißt also, Technik muss verstanden werden, muss verständlich werden, jenseits der Hochglanzbroschüren der Hersteller. An dieser Stelle ist unsere Forderung, die wir im Trägerkreis zusammen formuliert haben, Datenschutz, Manipulationsfreiheit und informationelle Selbstbestimmungen sollen als Grundlage von freien, demokratischen, friedlichen und langfristig souveränen Gesellschaften national und global vorangetrieben werden. Und wir an dieser Stelle wollen jetzt aber Datenschutz nicht verstehen als ein bisschen mehr Datenschutz hier, ein bisschen mehr Datenschutz, sondern Datenschutz als knallharte Diskussion in einem Ausgleich von Machtinteressen, wobei die Machtinteressen an dieser Stelle, wofür wir eintreten, die einer Bevölkerung und wir als Menschen alle damit gemeint sind und eben nicht nur vorherrschende Interessen und Lobbyinteressen an der Stelle. Was meine ich damit? Naja, im Datenschutz geht es tatsächlich weniger darum, ob der Einzelne bei dem Facebook in eine bestimmte Einstellung gemacht hat, sondern es geht um Machtasymmetrien. Es geht um gesellschaftliche Manipulierbarkeit. Und das sind Fragen, die viel zu groß sind für die einzelne Person, um da zu handeln. Sie sind aber nicht so groß, dass wir als Gesellschaft darüber nachdenken und eine Richtungsentscheidung dann vornehmen können. Vielleicht sogar gegen bestimmte Geschäftsmodelle, aber für unser lebenswertes Leben. Und genau deswegen ist Datenschutz eben die Grundlage für eine demokratische und friedliche und nachhaltige Gesellschaft. Das heißt, wir wollen Datenschutz ernst nehmen und eben sagen, Datenschutz ist tatsächlich auch eine Chance. Das ist kein Blockierer der Wirtschaft oder innovationshemmend, sondern gerade das ist die Innovation. Zu sagen, der Mensch steht im Mittelpunkt und deswegen muss das die Technikentwicklung sein, woran die Technikentwicklung ausgerichtet ist. Und wir wissen ja von alten Informationen, erneuerbare Energien werden es niemals über 4% schaffen. Ne, wer daran geglaubt hat, wurde jetzt überfahren und so beim Datenschutz. Wir können jetzt den Fehler nochmal machen oder wir können jetzt sagen, Datenschutz ist die Zukunft und das ist quasi unser Punkt. Deswegen Datenschutz ernst nehmen. Ja, das
Ja, vielen Dank, Rainer. Jetzt kommt als nächstes Tilman Santarius für die TU Berlin und der wird uns was darüber erzählen, wie wir das Monopole brechen. Ja, das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert des Öls und vielleicht wird das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Daten. Das kann ja in ökologischer Hinsicht mit Blick auf ein ressourcenleichteres Wirtschaftsmodell auch viele Chancen haben, aber mit Blick auf Machtkonzentration, Finanzakkumulation und auch Konzentration über Informationen droht es das derzeit nicht zu sein. Und insofern, wenn wir uns die Frage stellen, sind Daten das Öl des 21. Jahrhunderts, dann sollten wir zusehen, dass es mit Blick darauf genau so nicht kommt. Im 20. Jahrhundert haben wir eine beispiellose Machtkonzentration bei den Ölkonzernen gesehen. ExxonMobil, Chevron, Total, BP, Shell, viele andere Konzerne waren die Gewinner der wirtschaftlichen Globalisierung, dessen Schmierstoff Öl ja war und ist. Ja, aber es ist interessant, die sind alle aus den Top 10 der weltgrößten Unternehmen verschwunden und da sind jetzt die bekannten Big Five und ein paar andere Konzerne, die ihr Geld den Daten verdanken. Und insofern müssen wir dringend was tun und können aber auch ein kleines bisschen Hoffnung von Beginn des 20. Jahrhunderts schöpfen. Nämlich da ist es einmal gelungen, ein Ölimperium, nämlich das Rockefeller-Imperium, zu zerschlagen. Und insofern fordern wir, es müssen Rahmenbedingungen zur Kontrolle digitaler Monopole geschaffen werden, damit sich im Norden und im globalen Süden eine eigene, selbstbestimmte digitale Wirtschaft entwickeln kann. Bestehende Monopole von BetreiberInnen kommerzieller Plattformen müssen gebrochen werden, indem beispielsweise eine definierte Schnittstelle zum Austausch zwischen Social-Media-Diensten verpflichtend eingeführt werden kann. Das ist nur ein Beispiel, es ließen sich viele andere Beispiele auch noch finden. Jedenfalls sind wir der Meinung, lass uns Rockefeller Reloaded machen und einiges an der Monopolbildung hier, was schon passiert ist, zurückdrehen. Ja, ganz herzlichen Dank. Dann bitte ich als nächstes Rolf Buschmann vom BUND. Ja, hallo. Der BUND als Umweltverband sieht natürlich Digitalisierung als möglichen Enabler für die ganzen Wenden, die uns bevorstehen. Also die Frage, wir wollen Gesellschaft verändern, wir haben Ressourcenwende vor uns, Verkehrswende, Mobilitätswende genannt, Energiewende etc. pp. Aber wie funktioniert es? Nur dann, wenn wir auch die Gesellschaft mitnehmen und das Thema Bildung wird da eine entscheidende Rolle spielen. Das heißt, unsere Forderung in dem Bereich Bildung und darüber hinaus Transparenz über die Technologie wäre tatsächlich, wir brauchen politische Regulierung, die darauf zielt, dass wir Informationen zu Technik und deren Wirkungsweisen auch transparent machen und ins Gemeinwohl, ins öffentliche Gemeingut integrieren. Das heißt, wir müssen das Wissen dafür weitergeben, sodass wir uns auch selbst mit der Technologie auseinandersetzen können und sie reparieren können, gegebenenfalls, um auch Ressourcen zu sparen. Darüber hinaus brauchen wir natürlich auch einen kritischen und emanzipatorischen Umgang mit diesen Technologien, mit der digitalen Technik. Und die muss ein wesentlicher Bestandteil von digitaler Bildung sein, damit wir auch einen kompetenten Umgang mit Falschinformationen und Hassreden im Internet bekommen, in den digitalen Medien. Wir sehen das also gegen den Populismus und für mehr Fakten. Dafür müssen wir uns alle anstrengen und dafür brauchen wir vernünftige Bildung. Vielen Dank, Rolf. Jetzt kommt Thomas Korbun, Geschäftsführer vom IOW. Wir sind gespannt. Ich bin sehr froh, dass ich eine Forderung vortragen kann, die sich mit Entwicklung beschäftigt. Entwicklungs- und Schwellenländer haben oft große Umweltprobleme und die liegen daran, dass sie das industrielle Wirtschaftsmodell kopieren und an vielen Stellen nachholende Entwicklung machen und heute noch Methoden und Verfahren, Wirtschaftsweisen anwenden, die bei uns schon als überholt und überkommen gelten. Was wir als gemeinsames Problem sehen, ist, dass sich bei der Digitalisierung ähnliche Prozesse wiederholen könnten, dass wir hier in den entwickelten Ländern eine Form der Digitalisierung inklusive Monopolbildung, Überwachungsgefahren und allem anderen entwickeln und die dann in Entwicklungs- und Schwellenländern zur Anwendung kommt, in Gesellschaften, die sich viel weniger selbst organisiert und
selbst organisiert und mit dem Wissen und der Kompetenz möglicherweise von unten gegen diese Entwicklung dann stellen und andere alternative Entwicklungen hervorbringen können. Harald Welzer hat gestern Abend hier im Philosophischen Salon gesagt, dass wir uns nicht die Frage stellen, wie denn Digitalisierung jetzt ausgestaltet werden soll, sondern welches Problem gelöst werden soll. Und das ist der erste Punkt, der hier auch für Entwicklungs- und für Schwellenländer gilt. Wir brauchen lokale, wir brauchen nationale Bedürfnisse, Probleme, die mit digitalen Hilfsmitteln gelöst werden können. Und dass es solche Probleme gibt in Entwicklungs- und Schwellenländern, von der einfachen Kommunikation über Zahlungsverkehr bis hin zu Kommunikation in ländlichen Gebieten, Vernetzung auch von zivilgesellschaftlichen Akteuren beispielsweise oder andere Wirtschaftsmodelle, das liegt auf der Hand. Ich bin auch vielen Dank für den Zwischenapplaus. Mir war die Regieanweisung nicht klar. Ich mache einfach galant weiter. Und natürlich bedeutet das, dass wir, wenn wir das ernst nehmen, eine solche Forderung und diese Perspektive, dass wir die Perspektiven des globalen Südens in eine weitere Konferenz Bits und Bäume oder in Folgeprozesse viel stärker mit reinnehmen müssen. Wir hatten hier schon einzelne Aspekte. Wir haben thematisiert, wie Ressourcenschutz im globalen Süden passiert, wie gefräßig elektronische Mittel sind, wie viel Energie sie kosten und welche Schäden sie auch im globalen Süden anzetteln. Aber wir haben nicht überlegt, oder zu wenig, was sind eigentlich positive Gestaltungen? Wie können wir Menschen aus dem globalen Süden mitnehmen und einbeziehen in unsere Diskussion um Digitalisierung und Nachhaltigkeit? Da würde ich mir wünschen, dass wir das in Zukunft stärker machen und damit auch unsere eigene Forderung ein Stück weit einzulösen helfen. Ja, damit bitte ich Sven Hilbig von Brot für die Welt, sich anzuschließen zum Thema gerechter Handel. Ja, die siebte Forderung steht unter dem Titel gerechter Handel. Sie lautet, bilaterale und multilaterale Handelsabkommen dürfen keine Verbote und Einschränkungen in den Bereichen Besteuerung, Offenlegung des Quellcodes und Ort der Datenverarbeitung enthalten. Eine nicht ganz einfach zu verstehende Forderung, ich versuche es zu erklären. Für uns, für Brot für die Welt, steht bei der Auseinandersetzung mit der Digitalisierung eine Frage im Mittelpunkt. Und nämlich, wie ist es möglich, dass wir die Chancen auf Teilhabe für die Menschen im globalen Süden verbessern können? Und eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine verbesserte Teilhabe ist, dass wir den politischen Handlungsspielraum dieser Länder verbessern. Sie brauchen den unter anderem, eine Politik zu verfolgen, die für uns selbstverständlich ist. Deutschland und Industriestaaten verfolgen eine doppelte Strategie. Zum einen fördern sie ihre Unternehmen beim digitalen Wandel und zum anderen schützen sie ihre einheimischen Unternehmen vor ausländischer Konkurrenz. Das ist bei Entwicklungsländern nicht so einfach. Und das Problem ist, dass dieser Handlungsspielraum wahrscheinlich für diese Länder noch weiter eingeschränkt wird. Warum? Weil sich in der internationalen Handelspolitik eine Politik auftut, diesen Handlungsspielraum noch weiter einschränken will. Das Silicon Valley will seit längerer Zeit schon darauf drängen, dass innerhalb von Handelsabkommen Regelungen zum globalen Datenverkehr getroffen werden. Und sie verfolgen dabei drei Ziele. Das eine ist, dass Staaten verboten wird, Daten lokal zu speichern und weiterzuverarbeiten. Das zweite ist, den Staaten soll auch verboten werden, einen Zugriff auf Quellcodes. Das gilt auch für ausländische Unternehmen, die ihre einheimischen Märkte dominieren. Und drittens soll ihnen auch untersagt werden, Steuern oder Zölle auf ausländische Unternehmen sozusagen zu erheben. Das ist eine große Debatte hier. Was lange Zeit nur Wunschvorstellung war von Microsoft, Google und Co., ist leider inzwischen Wirklichkeit. Anfang dieses Jahres wurde ein Abkommen geschlossen, ein transpazifisches Abkommen. 11 Staaten sind beteiligt, darunter Japan, Kanada und Australien, die genau diese drei Forderungen enthalten. Dieses Abkommen ist ein weiter Eingriff in die Souveränität dieser Staaten, der Gesellschaften und der Unternehmen und nimmt ihnen eine ihrer wichtigsten Ressourcen, ihre Daten. Für das Silicon Valley ist das sozusagen der Goldstandard. Das, was dort verarbeitet, sozusagen enthalten ist in diesem Abkommen, soll zukünftig in weiteren bilateralen Abkommen enthalten sein und schlussendlich auch in der WTO.
Aber für die Entwicklungsländer ist das kein Goldstandard, sondern im Endeffekt ein Sargnagel auf zukünftige Entwicklung. Und es ist unsere Herausforderung, dafür zu sorgen, dass innerhalb der EU diese Politik nicht übernommen wird, weder in bilateral noch in WTO-Abkommen. Leider zeigen erste Stellungnahmen sozusagen, dass sie genau in diese Richtung gehen. Und dazu meint unser Appell an uns, dafür zu sorgen, dass das eben gerade nicht passiert. Vielen Dank. Vielen Dank, Sven. Jetzt kommt Maria Bossmann vom DNR zur Verantwortung von Unternehmen. Ja, DNR, Dachverband der Deutschen Umweltorganisation. Und wir stellen uns natürlich immer die Frage der Verantwortung in dem ganzen Prozess der Digitalisierung. Und das geht ganz klar auch in die Richtung von Wirtschaft und Unternehmen. Die Technologiebranche muss deswegen auch verpflichtet werden, in Fragen der Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit die Prinzipien menschenrechtlicher und ökologischer Sorgfaltspflichten in den Abbau- und Produktionsländern konsequent anzuwenden. Ich mache es mal ganz kurz, weil mein Vorredner ja etwas überzogen hat, und übergebe. Danke, wir haben aber tatsächlich ein bisschen Zeit. Als nächste Rednerin würde ich Constanze Kurz bitten, vom Chaos Computer Club zu IT-Sicherheit etwas zu erzählen. Ja, vielen Dank. Der Chaos Computer Club ist eine Hackervereinigung, und zwar die größte Europas. Wir blicken also mit einer gewissen technischen Brille auf dieses Thema, und ich habe eine schlechte Nachricht für all die Vorhaben, über die wir hier zwei Tage lang gesprochen haben. Ist die IT-Sicherheit eine unabdingbare Grundlage. Und wenn man die IT-Sicherheit heute in dem Ist-Zustand betrachtet, und ich will mal die Metapher vielleicht ziehen zu einem Boot, in dem wir alle sitzen, dann ist die Grundlage dafür ziemlich löchrig. Wir stehen vor einer sehr langen und auch mit kurzfristigen Mitteln sehr schwer abzuwendenden IT-Vertrauenskrise, mit der wir umgehen müssen als Privatpersonen, weil unsere Geräte und unsere Smartphones und unsere Bürocomputer betroffen sind, wo wir aber auch als Gesellschaft und alle Wirtschaftsunternehmen damit umgehen können. Und so ähnlich wie hier die Ursachen für manche Phänomene debattiert wurden und die Lösungen, so ist es auch in der IT-Sicherheit so, dass Hacks nicht passieren, sondern in der Regel hat man dafür ökonomische Antriebe. Die meisten großen Angriffe auf IT-Systeme sind heute bezahlt, und zwar mit staatlichen Geldern. Es ist keine Naturkatastrophe oder schicksalhaft, wenn wir vor einer IT-Sicherheitskrise stehen und wenn die Systeme, die Software, die Browser, die Betriebssysteme, mit denen wir umgehen, voller Löcher sind, sondern es ist schließlich eine ökonomisch incentivierte Realität, die wir so nicht lassen können. Wir haben in Deutschland, anders als viele andere Länder, ich hatte das eingangs bei der Eröffnung schon erwähnt, ein großes Privileg. Das Privileg lautet, dass wir ein Grundrecht in Deutschland haben seit mehr als 10 Jahren, was ich hier nochmal explizit nennen möchte und was die IT-Sicherheit umfasst und auf dem wir vor allen Dingen auch gegenüber dem Staat bestehen müssen. Es ist das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen. Und ich glaube, viele Vorhaben, die hier debattiert wurden, die uns viele Chancen in der Digitalisierung bringen, sind nur möglich auf einer sicheren Grundlage. Und ohne dass wir das Regime, was wir heute haben, wo jeder, der das Geld hat, insbesondere staatliche Entitäten und auch Geheimdienste, hacken, wie sie Lust haben, in einem weitgehend rechtsfreien Raum, sollten wir nicht fortführen. Und ich denke, das ist die 2 Tage hier nicht so viel debattiert worden, ist aber für jetzt und für die nahe Zukunft ganz sicherlich eine Grundlage, mit der wir uns weiter beschäftigen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Constanze. Jetzt kommt zum krönenden Abschluss Nadine Evers, Geschäftsführerin der Open Knowledge Foundation, zum Thema Open Source, und weil es die letzte Forderung ist, ist auch die längste. Ja, Langlebigkeit ist ein Begriff, der vor allem in der Bäumebewegung natürlich total wichtig ist. Langlebigkeit bedeutet,
dass ich ein Produkt reparieren kann, dass es auf, ausgelegt ist auf eine lange Instandhaltung und dass ich das selbstbestimmt nutzen kann. Ich habe allerdings einen kleinen Unfall gehabt oder dieses Ding hatte einen kleinen Unfall vor 3 Tagen. Es ist mir beim Radeln auf die Straße gefahren und gefallen und ist von einem LKW überfahren worden. Und dieses Ding hat überlebt und ist trotzdem nicht langlebig, weil es die nächsten Sicherheitsupdates wahrscheinlich nicht überleben wird und weil das Betriebssystem bald veraltet ist. Und damit ist dieses Ding nicht langlebig. Langlebig würde es werden, wenn es ein Open-Source-Produkt wäre, wenn es Open-Source-Software hätte und wenn es ein Gerät wäre, das man Open-Source-Hardware nennen dürfte. Open-Source bedeutet, dass ich den Quellcode offenlege, dass ich ihn kopieren kann und nutzen kann, dass die Software, die darauf ist, wiederverwendbar, verbreitbar und veränderbar ist, sodass ich meine Software selbstständig repariere oder mit Hilfe von anderen reparieren lassen kann. Und Open Hardware bedeutet das gleiche für Geräte. Die sollen mit Open Software ausgestattet sein. Sie sollen selber langfristig nutzbar sein. Wir wollen sie reparieren können, zwar selbstständig. Und deshalb wollen wir, dass genau Open Hardware und Open Software staatlich gefördert unterstützt wird, dass es Repair-Cafés gibt, dass es eine Forschung dazu gibt, dass diese Geräte nicht nur LKW-Unfälle überleben, sondern eben auch unseren alltäglichen Gebrauch überleben und langlebig sind. Ja, vielen herzlichen Dank euch allen für diese politischen Forderungen. Ich habe das Bild noch gar nicht von vorne gesehen. Sieht super aus. Cool. Genau, diese Forderungen werden wir natürlich von jetzt ab noch lauter in die Welt tragen, als wir das bisher schon getan haben. Bisher haben wir es als Einzelorganisationen getan. Jetzt tun wir es zusammen. Und genau, ich finde, das ist eigentlich schon ein ganz schönes Schlusswort. Aber ein noch wichtigeres Schlusswort kommt jetzt von Anja Höfner vom IÖW, die noch mal ein paar Schlussworte sagen wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr könnt das jetzt twittern. Wenn ihr wollt. Die können stehen bleiben. Cool, ich habe eine wunderschöne Kulisse hinter mir. Vielen Dank für die großen Worte, die Forderungen. Sie sind übrigens schon... Leon hat sie bei Netzpolitik schon veröffentlicht, hoffentlich, er ist dabei. Ihr könnt das also alles live nachverfolgen. Nachdem wir jetzt die großen Worte gehört haben und den Rückblick auf die Konferenz, wofür ich auch nochmal herzlich danken möchte, auch an die Vorrednerinnen, die hier auf dem Podium saßen und gar keinen Applaus bekommen haben, genau, und bevor wir jetzt nochmal gucken, was jetzt eigentlich in der nächsten Zeit alles ansteht, auch in der sehr konkreten nächsten Zeit, also in den nächsten Stunden, möchte ich nochmal auf die, neben den großen Worten, auf die sehr konkreten Taten hinweisen, die diese Konferenz auch ermöglicht haben, die dazu geführt haben, dass diese großen Worte hier auf der Bühne gesprochen werden konnten, die geholfen haben, dass ihr alle was zu essen bekommen habt, die überhaupt, genau, die ganze Organisation der Konferenz umgesetzt haben. Ihr habt alle hoffentlich oder bestimmt habt ihr alle auch unterstützt. Ihr seid alle gekommen, herzlichen Dank dafür. Wir freuen uns, dass so viele Menschen hier gewesen sind. Genau, wir danken nochmal explizit auch an alle Leute, die unterstützt haben, die Leute von Fleming Kitchen, die Leute von Paradiso, die das Licht gemacht haben. Ihr habt alle oft auf den schön gestalteten Lichthof hingewiesen. Wir haben sozusagen uns der TU widersetzt und haben die Lampen in Nacht- und Nebelaktionen bunt gefärbt. Genau, und ich möchte, dass ihr jetzt alle gleich, wenn ich das sage, so laut seid, wie ihr an dem ganzen Wochenende noch nicht wart, wenn ich Katja George vom Organisationsteam der Bits und Bäume auf die Bühne bitte, stellvertretend für das Konferenzbüro. Applaus
Genau. Katja steht hier, das sagst du auch gleich du selbst nochmal, stellvertretend auch für die anderen beiden, die im Konferenzbüro mitgearbeitet haben, Eva Laderick und Ekaterina Sergenko. Jetzt möchte ich aber erstmal das Wort an Katja übergeben. Ja, vielen Dank. Wie Anja gerade auch erwähnt hat, hinter dieser Konferenz steckt ganz viel unsichtbare Arbeit und die wäre nicht möglich gewesen ohne das Konferenzteam, glaube ich. Also vielen Dank auch nochmal an meine beiden Mitstreiterinnen Eva und Ekaterina. Es war eine ganz tolle Zeit mit euch. Und auch an die anderen Helfer und Helferinnen, die uns unterstützt haben während der Konferenz, die sich hier vorher gemeldet haben bei uns. Viele Leute haben ganz, ganz, ganz toll geholfen. Es war eine sehr schöne Erfahrung mit euch, auch wenn viele von uns oft am Ende unserer Belastungsgrenzen waren. Aber es ist sehr schön zu sehen, was daraus geworden ist. Genau, ihr könnt auch noch was dazu tun, die Belastung auf noch ein paar mehr Schultern zu verteilen heute Abend, wenn ihr noch ein bisschen mithilft beim Abbau. Genau, ihr müsst auch gar nicht viel helfen. Dazu sagt Anja aber auch noch was. Genau. Du kannst jetzt okay. Genau, vielen Dank, Katja. Jetzt wird es sehr konkret. Und zwar, Katja hat es schon gesagt, wir haben ja viel darüber gesprochen. Es gab gerade ein Panel, das hieß Organisiert euch. Wir wollen mit euch organisieren und bestimmt, es ist jetzt schon 5:30 Sonntagabend, es ist schon dunkel, ihr wollt bestimmt alle nach Hause, aber wenn alle noch kurz mit anpacken oder zumindest einige, dann ist der Abbau auch für uns viel schneller geschafft und es wäre super gut. Am Ausgang stehen gleich die drei Mädels vom Infotisch, wenn ich richtig informiert bin, und haben eine Liste von Aufgaben. Und es wäre total toll, wenn ihr rausgeht und sagt, hey, 15 Minuten kann ich jetzt noch helfen und irgendwas machen. Wenn ihr euch dafür Aufgaben meldet, es müssen zum Beispiel alle Schilder wieder abgehangen werden, die hier in der ganzen TU verteilt wurden. Am Anfang waren es zu wenig, jetzt sind es sehr viele. Vielleicht können sich dafür Leute finden. Wir müssen oben von diesem schwarzen Gummiboden zum Beispiel alle Klebebänder wieder vom Boden abmachen. Die haben euch schön angeleuchtet in Neonfarben über die Konferenz hinweg, aber ich glaube, morgen müssen die wieder weg sein. Genauso mit den Bechern. Es stehen bestimmt in ganz vielen Ecken und Räumen noch Getränkebecher rum. Bitte sammelt eure Sachen ein, guckt, es müssen Leute rumlaufen und gucken, ob noch irgendwo Becher sind, die im Foyer in diese schwarzen Tonnen von Boxen von der Fleming Kitchen widerlegen, genauso mit dem Pfand. Wir brauchen noch Leute, die mit abwaschen. Jetzt können wir zwar keinen Druck mehr machen, dass es kein Essen mehr gibt, wenn ihr nicht mithelft, aber es wäre trotzdem cool, wenn die Fleming Kitchen ihr Geschirr wieder sauber mit nach Hause nehmen kann. Genau, und es gibt natürlich trotzdem, auch wenn wir uns bemüht haben, nicht viel Müll zu produzieren, Müllsäcke, die in den Innenhof gebracht werden müssen. Das heißt, es wäre cool, wenn Leute noch Zeit haben und Bock haben, noch kurz was zu machen. Natürlich brauchen wir auch Leute, die noch länger mitarbeiten. Leider muss das Licht morgen wieder weiß sein. Das heißt, wir müssen alle Folien wieder aus den Lampen machen. Wir brauchen also auch noch länger Helferinnen. Vielleicht hat ja jemand Lust, auf dem Rollgerüst zu stehen und hin und her gefahren zu werden und dabei Lampen aufzuschrauben und wieder zuzuschrauben. Genau, und eine wichtige Ankündigung habe ich auch noch, was schon ein bisschen mehr in die Zukunft reicht als jetzt die nächsten Stunden. Wir wollen diese Konferenz, es gibt ja die ganze Zeit schon Videostreaming von den VOG-Leuten, auch dafür nochmal einen Applaus. Genau, und es soll eine Dokumentation der Konferenz geben, die über die reine Videoaufzeichnung hinausgeht. Und dafür wollen wir möglichst viele von allen eigentlich wissen, was euch hierher gebracht hat, woher ihr kommt und warum ihr hier wart. Und dafür gibt es eine kurze Befragung, die wir mit einem Link sowohl twittern werden, als auch online stellen und per E-Mail verschicken. So wurde mir gesagt, heute Abend. Das heißt,
wenn ihr dann zu Hause seid und auf dem Sofa entspannt, könnt ihr diese Befragung ausfüllen. Es dauert nicht so lange und es würde uns super viel helfen. Und je mehr von euch teilnehmen, desto repräsentativer ist das Bild, was wir von euch auch als Teilnehmenden bekommen. Das war's von mir. Ich möchte mit einer schönen Beschreibung, oder ich habe selbst auch nicht so viel von den inhaltlichen Sachen mitbekommen. Wir haben uns gestern im Trägerkreis nochmal getroffen und haben darüber gesprochen, wie so unsere Eindrücke waren. Und Rainer hat, glaube ich, gesagt, dass das, ich zitiere, ein bisschen wie ein erstes Date war, diese Konferenz, weil die Diskussion teilweise ein bisschen zu doll auf Kuschelkurs waren, dass die Leute noch nicht so auf Konfrontation gegangen sind. Und wir freuen uns, dass wir dieses erste Date ermöglichen konnten und hoffen, dass wir euch Lust gemacht haben auf viele weitere Treffen. Vielen Dank, dass ihr da wart, und kommt alle gut nach Hause.